Keine Ahnung, was da los war. Vielleicht, weil ich den Stream vorher schon ein paar Minuten anhatte und da nur Musik hab laufen lassen, weil ich noch in der Vorbereitung steckte quasi. Und dann hängt sich das manchmal auf. Jetzt leider meine Stats ein bisschen versaut hier. Auch Battlefield-Spieler? Oder Battlefield 5? Oder überlegst du noch, ob du es dir holen möchtest? So schnell kann's gehen! Ziel erledigt! Attacke, okay, das habe ich glücklicherweise dieses Jahr schon hinter mir. Weswegen ich auch jetzt streamen kann, weil vorher war mein Internet zu schlecht. Oh. Guck mal, da ist die Leiter. Okay. Dein eigener oder hilfst du einem Kumpel aus? Ich helfe dir. Naja, ja, ich kenne das nur bei uns. Wir waren irgendwie, obwohl wir relativ viel vorbereitet haben, waren wir dann doch nicht vorbereitet genug. Und mussten vieles noch so auf dem letzten Drücker machen. Einer an der Ecke? Nee. Oder hier? Nee. Ja, das ist wie wenn man in den Urlaub fährt. Und man denkt, man hat alles, aber dann eine halbe Stunde bevor das Taxi eintrifft, denkt man sich dann noch, scheiße, wir haben die Hälfte vergessen. Ja, den habe ich nicht gesehen auf rechts. Sehe, da muss ich mich auf jeden Fall bei dem Spiel noch dran gewöhnen, die Gegner zu erkennen. Eben weil das Spotten nicht mehr geht. Ich habe viel Battlefield 1 gezockt jetzt wieder. In Vorbereitung auf Battlefield 5. Aber da ist es halt, man drückt halt die ganze Zeit die Spotten-Taste. Und dann ist es auch dementsprechend einfach, die Gegner zu sehen und zu treffen. Das Ziel dort.
Oh. Ich glaube, das ist ein feindlicher Tank. Hier, das bringt dich wieder auf die Beine. Ihr müsst diesen Sektor verteidigen. Also die, genau, vom Ingame-Shop, die Company Coins heißen die. Die bekommt man durch Zocken bzw. durchs Erfüllen auch von Aufträgen. Und da haben die jetzt ein paar Outfits, da kosten die Outfits 14.900 Coins. Man kriegt durch, es ist natürlich unterschiedlich, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel Aufträge. Hier kriegt man auch Outfits, das ist jetzt hier die Sanitäterbefähigung 1 zum Beispiel, da sieht man unten verliehen diese beiden Hosenzeichen. Das heißt, ich habe jetzt Hosen bekommen quasi zum Anziehen für alle, nicht nur für den Sani, das ist immer für alle Klassen. Und das sind halt zwei Hosen, weil es gibt halt eine Hose für die Alliierten und eine für die Achsenmächte. Und dann sieht man halt unten bei Belohnungen 400 Company Coins für die einen beiden Aufträge und 15.000 Erfahrungspunkte für den einen Auftrag. Kommt schon, verteidigt das Ziel dort! Ja, da kamen sie direkt zu zweit. Und die Klamotten, die sind auch nicht so abgespaced, wie viele am Anfang vermutet oder befürchtet hatten. Also das ist alles in einem, zumindest aktuell noch, in einem gesitteten Rahmen. Da gab es ja gerade am Anfang bei dem ersten Trailer, gab es da so viel Kritik für, weil da halt in dem Trailer die Frau war mit der Armprothese, wo dann halt viele geschrieben haben, wie unrealistisch, wie so ein Roboterarm. So, weil es solche Armprothesen, wie da gezeigt wurden, halt tatsächlich zu der Zeit gab. Ja genau, und du bekommst, es gibt irgendwie 10 Sets oder so zu Anfang. Und je nachdem, was du vorbestellt hast und wie du in der Road zu Battlefield 5 gespielt hast, bekommst du so Tokens, also quasi, dass du dir Outfits aussuchen kannst. Ich meine, wenn man die Deluxe Edition hat, die Road to Battlefield 5 in Battlefield 1 gespielt hat und die Trial-Version mit EA Access gespielt hat, bekommt man insgesamt 8 solcher Sets, also die man sich aussuchen kann. Nicht, das geht nur in den es gibt halt auch Sets, die man sich nur freispielen kann. Also da muss man dann gar nichts machen, die sind halt nicht im Ingame-Shop, sondern man kann die nur freispielen und kann dadurch so ein bisschen seine
seine Leistung noch ein bisschen herausstechen lassen, wobei da teilweise die dann wirklich sehr anfällig, nicht anfällig, auffällig sind, wo man sich dann quasi die Frage stellen muss, will ich halt posen, dass ich die hab, oder will ich lieber unauffällig auf den Karten sein, weil durch das geänderte Spotten lohnt es sich natürlich immer ein bisschen getarnt zu sein, damit man auch nicht gesehen wird. Ah, goddammit. Nee, kein Problem, kenne ich. So, die eine deutsche Rüstung, Canis Horribilis, die sieht halt schon extrem cool aus. Aber ist halt auch sehr auffällig. Ich weiß aber auch noch nicht, was man dafür machen muss. Also ich meine, das stand da auch nicht. Also ich glaube, da steht nicht, dass man diesen und diesen Auftrag erfüllen muss, sondern da steht da nur... erfordert Auftrag. Oder Spezialauftrag erledigen oder so steht da, ne? Ah, da habe ich erst auf den falschen geschossen. Erst auf den geschossen, der gerade erst also wiederbelebt wurde. Blut! Helft mir verdammt nochmal! Ja, ich muss erst nochmal so mein Movement reinkriegen. Ich hatte bei Battlefield 1 hatte ich halt so meine Routine. Vom Movement her. Mit wann ich wegspringe, mich hinlege, das Madpack werfe, reloade und so, und das ist hier alles noch so ein bisschen durcheinander. Oft fange ich halt an nachzuladen, dann denke ich auch, kacke, ich muss mich erst heilen, unterbreche dann das Nachladen und so, das ist alles noch nicht so ganz, ganz flüssig. Ich muss auch unbedingt nochmal ausprobieren, eine Granate zurückzuwerfen. Hier neben mir ist ein Gegner. Oh, schön. Gucken, ob noch einer meinen Sprengstoff reinläuft. Ja, oh nein, der ist kurz vorher. Ja, es ist halt. Es ist auch eine Umstellung. Also, ich habe halt sonst hier bei dem. Bei dem Gamepad hatte ich das halt schon so drin, dass ich das einfach so kippe, also ich sag mal so, den Daumen vom Stick kippe ich einfach hier drauf, um das Madpack zu werfen.
Und jetzt muss ich mir halt die Taste zu gewöhnen, um mich selbst zu heilen, weil ich dann einfach weil ich ja beim Digi-Kreuz nach oben drücken muss. Das dauert halt so ein bisschen, bis die Muscle Memory sich da so ein bisschen verändert hat. Und man sich dran gewöhnt hat. Sie konnten Rotterdam nicht einnehmen und belagern jetzt die Stadt. Letztlich können wir diese Schlacht nicht gewinnen und es wird über die Bedingungen der Kapitulation verhandelt. Das Leid der Zivilbevölkerung muss ein Ende haben. Hoppla. Unser Gamepad runtergezogen vom Tisch. Welche Klasse spielst du hauptsächlich? Oder hast du bei Battlefield 1 hauptsächlich gespielt? Kapitulationsbedingungen wurden mit deutschen Bomben beantwortet. Zerstörung der Stadtmitte ist... Ja, ich habe auch meistens Medic. Einfach damit man länger überleben kann. Und die Waffen vom Medic fand ich halt auch mit am besten bei Battlefield 1. Bin immer mit der Selbstladebüchse Modell 8.25 rumgelaufen. So, dass der Medic jetzt die MPs hat, das finde ich so ein bisschen geht so. Weil es halt den Medic so ein bisschen dazu drängt, immer an vorderster Front zu stehen. Klar ist natürlich, da sind halt auch die, ich sag mal, die Mitspieler, die Schaden kriegen und den Sunny brauchen. Aber trotzdem ist es halt auch so irgendwie ein bisschen unlogisch. Bewegung! Erobert das Ziel dort! Wir müssen die Front bis zum feindlichen Hauptquartier verschieben! Ja, Dito. Genauso habe ich es auch gemacht. Also vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, einfach so frontal reinzurennen. Hinter uns ist ein Gegner? Kommt denn hinter uns ein Gegner hin? Ja, ich habe ihn noch gesehen, aber ich dachte, okay, vielleicht hat er mich nicht gesehen. Aber das haben wir gleich. Ah, goddammit. Danke für deinen Host, Dolinskrieger.
Und danke für den Follow. Das ist mein Ziel! Ich brauche Munition! Wenn du öfter mal vorbeischaust, nicht wundern. Ich mache viele Streams auch auf Englisch. Ich hatte alles mal auf Deutsch eingestellt, aber habe dann jetzt auch die ganzen Texte und so auf Deutsch wieder geändert gehabt, auf Englisch geändert gehabt, weil man damit halt wesentlich mehr Leute erreichen kann. Die deutsche Mixer-Community ist ja dann doch sehr, sehr klein. Zerstört das verdammte Ziel! Na, dann müsste mich aber doch jetzt hier irgendjemand aufheben können. Wir haben einen Sprengsatz gefunden. Dankeschön. Also ganz, ich dachte, die Waffe, die wird richtig cool. Ich habe die jetzt gerade, jetzt seit heute Morgen habe ich die auf Stufe 4, das heißt, ich habe die vollen Upgrades. Aber die ist halt doch immer noch sehr ungenau. Aber, also auf Entfernung. Im Nahkampf ist die halt richtig cool. Weil die hatten, also das Hochspielen der Waffe war jetzt nicht so easy. Weil die am Anfang nur ein 20er Magazin hat und super ungenau ist. Durch die hohe Feuerrate, die ist für Battlefield 1, kann man die so ein bisschen vergleichen mit Ich will den holen. Okay. Wie heißt sie noch? Die verhasste Sturmsoldatenwaffe von Battlefield 1 vom Assault. Ist ja Sturmsoldat. In der Sturmvariante. Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht mehr, aber die mit der sehr hohen Feuerrate. Die ist damit so ein bisschen vergleichbar. Und halt im Nahkampf dementsprechend stark. Aber auf Entfernung kann man halt nicht durchholzen. Da muss man wirklich immer einzeln tabben. Aber dann ist die auch auf mittlere Distanzen ganz, ganz gut. Down. So. Wenn man nicht, ich meinte nicht die hellrige, ach, wie heißt die denn? Die es in der Sturmvariante gibt. Die hat, ich weiß gar nicht, hat die das Magazin oben drauf, die ich meine? Ach, von da hinten. Ja, bis dahin schafft meine Waffe da, glaube ich, nicht. Beziehungsweise mein Aim. Die Waffe würde das schon schaffen, aber mein Aim schafft das nicht. Automatico. Ja, Automatico. So hieß die. Automatico in der Sturmvariante. Nur halt hier mit einem 50er Magazin, weil Battlefield 1 hat das ja nach wie vor 20er Magazin, glaube ich, oder 25er. Einer unserer Leute hat einen Sprengsatz besorgt. Jo. Muss ich mich mal anders hinsetzen. Bisschen
aufmerksamer. Ich brauche mehr Munition, Soldat. Das Verrückte ist, wir haben B eigentlich schon, aber kein Sprengstoff da. Ja, da hat er mich abgelenkt, ich drehe mich um und dann kam einer. Geht's dir besser? Aber es ist wie bei jedem neuen Battlefield, zumindest bei mir, am Anfang, egal wie gut man im vorherigen war, in dem vorherigen Teil, am Anfang hat man erstmal eine negative KD. Das verdammte Ziel dort! Hier, noch mehr Erste Hilfe!
Nice. Alles klar, viel Erfolg, alles Gute. Ganz ruhig. Bin ja da. Genau da. Es ist gefährlich. Getroffen! Hilfe!
Ich helfe dir. No, actually, I didn't want to fight for squad leader, I just want to have the command because it will give you extra points. Okay, ich helfe dir. Danke für die Rettung, Soldat. Komm, ich krieg dich wieder hin. Schnell! Ich bin getroffen. Helft mir! Erste Hilfe, greif zu! Ich bin für dich da. Außergewöhnlicher Sieg. Die Deutschen haben alles gegen uns eingesetzt und dennoch haben wir gewonnen. Leider haben die Holländer aufgrund der Drohung mit weiteren Bombardierungen kapituliert. Ihre Regierung und die königliche Familie werden nach England evakuiert. Eines Tages werden sie zurückkehren. Hey 69er, welcome to the stream. I will go smoke one and I'll be back.
Zurück, Soldat! Munition! Die deutsche Verteidigung bei Halfaya war außergewöhnlich gut vorbereitet. Wir konnten zwar einige ihrer Kanonen ausschalten, aber wir werden für unseren Hauptvorstoß dennoch teuer bezahlen. Ich rechne mit Verlusten. Dennoch müssen wir angreifen. Unsere Kameraden in Tobruk zählen auf uns. Unser Vorstoß hat einen schweren Schlag erlitten, aber wir müssen weitermachen. Wir sollen diesen Korridor sichern und das deutsche Flugfeld vor uns angreifen. Erobert jeden Sektor und rückt dann zum nächsten vor. Viel Glück! Gehen wir, Soldaten!
Zielort, macht schon! Wir müssen das Ziel da erobern! Schnell, ich brauche Munition. Hilfe. Seht euch das an. Gefährlich, oder?
Los! Erobert das Ziel dort! Wir haben Ziel Friedrich erobert. Erobert das Ziel dort. Alles klar, wir müssen das Ziel dort erobern. Erobert das Ziel dort, Soldaten! Hätte ich das verdammte Ziel dort. Erobert das verdammte Ziel! Ziel Dora gehört jetzt uns, Soldat!
Ziel dort! Ziel dort erobern. Erobern wir das Ziel dort! Sieh ein ihrer Speer! Zusammengeflitzt.
Vorsicht! Seht euch das an! Das war's! Tot! Hier! Erste Hilfe für dich! Kein Angriff vorwärts! Ja, das ist gefährlich! Aufpassen, da ist Gefahr! Verloren.
Thank you.
Geht's dir gut? Ich weiß. Muss nachladen. Das Ziel dort erobern. Los, erobern wir das Ziel dort. Ich bin gerade entdeckt. Lass uns da ran.
weiter so. Wir haben jetzt genügend Ziele, um das Resultat dieses Kampfes zu bestimmen. Achtung, wir haben Ziel Gustav verloren. Achtung, wir haben Ziel Emil verloren. Also schön, erobert das Ziel dort! Wir haben Ziel Bertha unter Kontrolle gebracht. Verloren.
haben Ziel Gustav eingenommen. Hi, Totengräber. Wir können das Blatt immer noch wenden. Mit den Flugzeugen hier ist echt ein Problem noch in dem Spiel. Also zumindest für mich. Als Bomber ist man viel zu langsam. Da wird man direkt abgeschossen, wenn der Gegner einen einigermaßen guten Piloten hat und einen Jäger. Und so bin ich zumindest nicht in der Lage, Infanterie zu besiegen. Halt das verfluchte Ziel dort! Ja, aber es war bei Battlefield 1 wesentlich einfacher mit dem Angriffsflugzeug zum Beispiel. Ich meine, klar, wenn da ein guter Jäger im anderen Team war, dann hat man da auch dann Probleme mit gehabt, aber man hat wenigstens Infanterie-Kills gemacht und war halt so mittelschnell. Eigentlich Leuchtraketen? Ja. Aber die haben aber eine kleine Reichweite. Gerade auf der Minimap gesehen. Sehr winzig.
Ah, jetzt hat er mich am Flügel erwischt. Da konnte ich nicht mehr hochziehen. Sonst hätte er das noch hingehauen. Ziel Friedrich gehört uns. Aber wirklich punkten kann man als Flieger nicht. Also als Pilot. Das Einzige, was ich glaube, ich versuche jetzt gleich mal ich warte auf den Bomber. Weil wir haben ja ein paar Jäger. Und die könnten dann im Prinzip mich beschützen. Nur macht das einen das fehlende Spotten natürlich generell sehr schwer in dem Game als Pilot. Der Panzer hat mich direkt im Visier. Der Flugabwehrpanzer. Mal überlegen, wie ich denn anfliege. Wenn ich den direkt angeflogen bekomme, weiß ich genau, wo der steht. Ich glaube, der steht immer noch da, wo er vorhin stand. Da ist er. Krieg ich. Ne. Da war ich zu tief schon. Jetzt da steht er. Ja, ich habe ihn beschädigt, aber leider nicht zerstört. Was sind hier die Munition da hinten? Ja, harte Niederlage, würde ich nur sagen. Die Map finde ich ganz cool, da kann man ein bisschen Infanterie spielen. Ja genau, das haben die jetzt neu gemacht, das war ja bei Battlefield 1 anders, da musste man einfach über Erfahrung abschätzen, wo die Bomben droppen, außer man ist halt in der First Person gewesen, im Flugzeug. Da hat man ja da dieses Zielfernrohr gehabt, was unterm Flugzeug hängt. Und jetzt hat man auch in der Third Person Ansicht diese gelben Kreise, damit man weiß, wo die Bomben einschlagen. Macht das Ganze halt ein bisschen zugänglicher.
Aber in Battlefield 1 fand ich das eigentlich immer ganz spaßig. Natürlich war das immer ärgerlich, wenn man so eine Millisekunde zu früh oder zu spät gedrückt hat und dann genau das Ziel verpasst hat, was man eigentlich treffen wollte. Aber es war halt auch ein bisschen herausfordernder. Dafür ist das Fliegen an sich jetzt hier herausfordernder. Ja, ich versuch's nochmal mit dem Bomber. Ich wollte ja auch eigentlich nur während des Map-Wechsels anhaben. Ich hatte gesagt, genau, die gelben Ziele, die Kreise, die sind jetzt hier bei Battlefield 5 neu. Bei Battlefield 1 musste man das ja noch immer so ein bisschen abschätzen, wo die Bomben landen. Oh, ich werde gejagt. Noch gejagt. Wir müssen die Ziele des Feindes einnehmen, wenn wir eine Chance haben wollen. Na, ich werde den nicht los. Gucken, wir sind eigentlich noch hoch genug. Wenn ich nicht gestört werde, kann ich mich reparieren. Ja. So gerade noch. Danke für den Follow. Okay, dann spielen wir mal ein bisschen Infanterie. Das ist halt echt, es gibt irgendwie halt nicht so wie bei Battlefield 1, bei dem Angriffsflugzeug diese, ich sag mal, Infanterie. Bombenflieger. Und es gibt halt nur die Bomber mit den vier Bomben. Die aber halt auch hauptsächlich gegen schwere Ziele sind, wie gegen schwere Ziele wie Panzer sind. Ist er noch da? Ja. Oh. Wir müssen das Ziel dort erobern. Na, das lief doch schon mal ganz gut. Willkommen zurück, Soldat. Danke, Soldat. Das Problem ist, die Infanterieflugzeuge, also die Jäger, man hat es ja hier gerade gesehen, die sind gar nicht so schlecht gegen Infanterie. Nur ich bin halt noch nicht gut genug, die Infanteristen zu erkennen. Und dabei sitze ich in
unter 2 Metern vor einem 65 Zoll Fernseher. Ich bin bei dir, ja? Ja, shit, da hinten war noch einer. Das Ziel dort, macht schon! Bring mir mehr Munition! Ah, jetzt geht's. Ich helfe dir. Ich habe ein Geschenk für dich. Hat er hier gerade? Ich wollte mir gerade Munition abholen. Dann hat der Flieger das zerbombt. Ich bin gerade nicht sicher, ob das ein Freund oder ein Feind ist. Der da saß. Kam der von unten wieder. Hilft mir irgendwer, ihr müsst mir helfen! Also diese... Wow. Was ist jetzt passiert? Fast aus der Map geflogen. Das Squad Revive, das ist wirklich praktisch, da gewöhnt man sich auch schnell an. Ja, also die Munitionskisten und die Heilkisten, die kann jede Klasse bauen. Kann ich hier rüberspringen? Probier's mal. Ja, okay. Man kann auch Granaten zurückwerfen. Ich hab's aber noch nie gemacht. Ich versuche das gleich mal, wenn eine in meiner Nähe landet. Seiten. Kein Mate in der Nähe. Ich bin erledigt. Helft mir! Auf halbem Weg zum Sieg.
Vorsicht! Oh. Achtung jetzt! Das ist gefährlich! Ich hatte den nicht gesehen. Meine Mace auch nicht. Gut, Soldaten! Verteidigt das Ziel dort! Ach shit. Ich habe noch gesehen, wollte gerade zurück, um dann wieder neu hochzukommen, um den zu erledigen. Ich habe echt noch Schwierigkeiten, die Gegner zu erkennen. Also das ist echt. Gucken, ob mein Mate mich holt. Nein. Das Einzige, was nur der Supporter bauen kann, Versorger sind Geschütze. Also das kann nur der Supporter bauen. So ein MG-Nest zum Beispiel. Da drüben, bleib wachsam! Da! Erober das Ziel dort! Ich brauche Munition. Hat jemand was für mich? Handgranate geworfen. Ja, der ist down. Okay. Seht euch das an. Gefährlich, oder? Munition übrig! Ausgeschaltet! Wir haben Ziel Wärter verloren. Hier, das müsste helfen. Ich brauche mehr Munition, Soldat. Und der Supporter, der baut schneller. Hat mir eingefallen. Gefährlich!
Feind getroffen. Mit dem Sprengstoff. Dann muss der hier irgendwo sein. Da kam einer. Ich dachte, der ist vielleicht in dem Haus noch. Aber in der allerletzten Sekunde. Oh. Ah, shit. Das ist echt das Problem, finde ich, so ein bisschen bei dem Medic. Dass er halt im Nahkampf ist er gut. Aber auf mittlere Entfernung ist der so, geht so. Wir müssen das Ziel da oben. Kommt eine V1-Rakete rein. Hinten, okay. Benötigt sofort einen Luftschlag! Hey, ich wollte mir meine Rakete angucken. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ich brauche einen Sanitäter! Ich hätte gern gesehen, wie sie einschlägt. Das hätte das Ganze noch ein bisschen spektakulärer gemacht. Verteidigt das Ziel dort! Oh. Ah.
Da war ich gerade dabei, die Nate zu werfen. Ich bin getroffen! Hilfe! Nice. Leider mein Auftrag nicht gepasst, geschafft, weil ich am Anfang mit dem Flugzeug saß. Mir während der lädt noch. Ah doch, Auftrag. Ja, einen habe ich, zwei habe ich geschafft, aber einer fehlt noch. Ich will mir schnell was zu essen holen. Vorsicht! Seht euch das an! Also schön, hau über das Ziel dort! Soldaten!
erledigt. Helft mir! Ah! Sanitäter! Für dich da. Erste Hilfe! Hier! Granate! Runter! Oh shit. Sanitäter? Ich sterbe! Konzentriert euch! Ziel Cäsar ist verloren! Keine Munition! Erste Hilfe schadet nicht. Ich brauche hier mehr Munition. Wir haben Ziel Emil verloren.
Seid wachsam! Seht ihr das? Soldaten, wir haben die Landung erobert. Bleibt ganz ruhig. Bin ja da. Sanitäter! Ah, Sanitäter! Verteidigt das Ziel dort! Wir müssen das Ziel dort erobern! Sanitäter! Ich bin verletzt! Hilf mir jemand! Wir können das Blatt immer noch wenden! Soldaten, wir haben Ziel Bertha verloren! Hierher, ich brauche Munition. Hey, Drakan, what's up? Schnell, ich brauche Munition. Oh.
Halt still, das haben wir gleich. Werfe Granate! Ja, wieder. Ich brauche mehr Munition, Leute. Erobert das Ziel dort. Erobert das Ziel dort! Brauche Munition! Das wird dir helfen, Soldat! Das
Ziel dort, macht schon. Leg dich zusammen. Kontrollieren die Granate! Soldaten, verteidigt das Ziel dort! Genau da! Es ist gefährlich! Hat jemand Munition übrig? Panzer!
das Ziel dort erobern. Hat jemand Munition für mich? Hier, erste Hilfe. Einer, hab's gleich. Mich hat's erwischt. Hilf mir! Hey, but that's like some poem. Zum Glück hast du mich. Gut, dass es Ärzte gibt. Geradewegs in die Hölle. Hier, erste Hilfe. Ziel wird angegriffen. Ah, shit. Wir verlieren Ziel Cäsar, wenn wir nicht aufpassen. Hallo, Sanitäter? Ich sterbe. Nimm mich mit, verdammt! Die Kiste fährt nirgends mehr hin! Den hast du es auch nicht gegeben! Wir kennen uns! Ich krieg euch! Ich blute! Helft mir!
Erobert das Ziel dort, Soldaten! Ja, ich brauche einen Sanitäter! Ja? Was bitte für dich? Munition! Ich brauche hier dringend Munition. Hier ist Munition! Gleich hoch! Tausend Dank! Alle einhalten! Wir haben Zielabschuss verloren! Verdammte Ziel verloren! Der Schuss hat gesessen!
ist der Silo-Soldaten. Dort verteidigen. Erobern wir dieses Ziel. Sie gehört zu uns, Soldaten! Ich hab Medikamente für dich. Mich hat's erwischt. Helft mir! Verdammte Gewicht! Verdammte Gewicht!
versorg deine Wunden. Ich brauche mehr Munition, Soldat. Hier dringt Munition. Viel Wärter ist in Feindeshand. Also schön, erobert das Ziel dort. Das Ding in seine Einzelteile Jemand helfen! Hat jemand Munition für mich? Soldaten!